Ein herzliches Hallo und willkommen zu einer Fahrt durchs Tramontana-Gebirge wieder einmal. Ich bin unterwegs aus Richtung Calvia und fahre heute nach Puig Ponent, um dort einmal zu schauen, was so los ist. Habe dieses wunderbare Wetter heute nochmal genutzt. Es ist mal wolkig, mal sonnig, aber jetzt fahre ich gerade eher der Sonne oder dem blauen Himmel entgegen. Das ist eine wunderbare Nebenstrecke, die ist ziemlich eng und man ist immer heilfroh, wenn keiner entgegenkommt. Wenn, dann kann es hier schon mal sehr eng werden, also Angst sollte man hier nicht haben. Selbstbewusst Auto fahren und dann geht's los. Ja, und das ist eine Parallelstrecke, die auch in Richtung Palma führt. Also parallel heißt zur MA1, aber relativ kurvig ist. Also wer denkt, anhand der Landkarte, er könnte hier zeitlich etwas abkürzen, der ist doch gewaltig, weil man hier keine hohe Geschwindigkeit fahren kann und auch dieses Panorama der Berge genießen sollte. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es hier natürlich. Man sieht hier viele Berghänge, wo die Baumwelt sehr, sehr gelitten hat. Und es wird dann an einigen Hängen ziemlich grau. Viele Bäume liegen umher, wild umher. Aber das ist nur ein Teil des Tramontana-Gebirges. Und auch hier wird sich die Natur ein wenig verändern. Der überwiegende Teil des Tramontana-Gebirges sieht einfach ganz, ganz anders aus. Und ist Gott sei Dank noch intakt. Wie man hier verfährt, keine Ahnung, das ist auch schwer, alles zu bergen, diese ganzen Bäume hier rauszuholen. Das ist eine Riesenarbeit. Aber Rohstoffe und gerade um Feuer oder Wärme zu erzeugen, sind rar und vielleicht greift man ja darauf zurück. Hier auf der rechten Seite sieht man so ein bisschen. Aber ich möchte jetzt auch nicht die ganze Zeit nur reden, sondern auch ein wenig dazu anregen, die Bilder doch zu genießen. Wir haben in der Nacht ziemlich starken Wind gehabt. Heute tagsüber merkt man hier wenig davon, aber an der Küste sind schon noch hohe Wellen heute auf Mallorca. Und auch deswegen ist es dort ein bisschen ungemütlicher. Wir haben Temperaturen zurzeit von 17 bis 18 Grad, also sehr angenehm. In der Nacht wird es dann doch ein wenig frischer schon. Also heute mal so ein Tramontana-Gebirge, dass diese ganzen dunklen Wolken weggeweht wurden. Dass wir hier heute wieder einen ganz anderen Tag haben. Bekanntlich ist es ja so, dass das Wetter sehr, sehr schnell umschlägt auf Mallorca. Aber du kannst auch auf der einen Inselseite blauen Himmel haben und auf der anderen Seite tief hängende Wolken. Das ist alles möglich. Jedes Wetter hat aber seinen Reiz. Tja, und wer zum ersten Mal ein Video auf Georgies Kanal sieht, kann sich und vielen weiteren Videos davon überzeugen, was ich sage, das ist vielleicht dann auch ein bisschen nachvollziehbar. Hier muss ich links ab, rechts geht's nach Palma. Puig Ponent ist gar nicht so weit weg von Palma. Es gibt auch eine Busverbindung hierher. Ein kleiner TIB-Bus fährt hier her und wird auch rege in Anspruch genommen. Ja, und wer gern mehr von diesen Videos sehen möchte, ist herzlich eingeladen, Georgies Kanal zu abonnieren. Und es gibt eine Thanks-Taste, die
viele schon kennengelernt haben, die unten am rechten Bildrahmen ist, die man drücken kann, wenn man den Kanal weiter unterstützen möchte, gibt es da Möglichkeiten. Alles kann, aber nichts muss. Ich würde mich über jede Unterstützung wirklich sehr freuen. Und dafür schon mal ein herzliches Dankeschön. Ich fahre jetzt praktisch den Weg so ein bisschen wieder zurück. Links sehe ich die Hänge, die ich eben schon passiert habe. Und wir sind dann hier jetzt kurz vor Puigmoniend. Das ist eine breitere, ausgebaute Grisstraße, die eben, wie ich schon sagte, von Palma nach Puigmoniend führt. Ich werde nie vergessen, als ich diesen Ortsnamen das erste Mal sah, dachte ich, oh Gott, wer kann das aussprechen? Und wollte mich damit gar nicht beschäftigen, aber als ich den Ort dann kennenlernte, habe ich mich natürlich damit beschäftigt. Und siehe da, es ist dann gar nicht so schwer, wenn man es weiß. Ja, ich bin hier unterwegs in der Mittagssonne sozusagen. Nach der Wettervorhersage von vor ein paar Tagen war es gar nicht so zu erwarten, dass der Himmel in dieser Woche auch solche tollen Phasen bietet. Viele sind ja geradezu süchtig danach, dann dort hochzuschauen. Und wie wir jetzt in diesem Fall diesen Mix aus weißen Wolken, blauen Himmel und diesen wunderschönen Grün zu sehen. Das Gute ist, eine Sucht ist das, gegen die man nicht unbedingt ankämpfen muss. Kann zwar auch mal wehtun, wenn man Mallorca nicht so jeden Tag vor Augen hat. Aber dafür gibt es ja die Videos. Ich werde jetzt erstmal, wenn wir die Strecke hier komplett geschafft haben, den Ort im Schnelldurchgang einmal zeigen. Dann werde ich einige Häuser und wirklich tolle Gastronomie ein wenig unter die Lupe oder auf die Linse nehmen. Es gibt hier eine kleine Fußgängerzone, wo ich ganz gespannt bin, wer und was dort zurzeit noch geöffnet hat. Das ist natürlich ein Ort, der vom Tourismus nicht so leben kann, weil er auch ziemlich klein ist und drauf nicht ausgelegt. Es gibt dort keinerlei größeren Häuser. Mir nicht bekannt, dass es dort ein Hotel gibt, aber ich mag mich irren. Also vielleicht kleinere Pensionen. Auf jeden Fall eine vielfältige Gastro-Szene, kleine Weinstuben und ja, so eine Tapas-Bar und ein Café gibt es auch. Und eben viel zu schauen, weil es einfach so interessant liegt, mitten im Tramuntana-Gebirge.
Ja, die Bebauung wird ein wenig enger. Wir kommen dem Ort ein bisschen näher. Hier rechts ein großes Areal, wo es eine Finca gibt. Ja, und hier komme ich jetzt schon in das Zentrum. Hier rechts alles Gastronomie und richtig gut geführt. Links geht es wieder aus dem Ort raus. Ich fahre jetzt hier einmal rechts und durchfahre den Ort zunächst einmal, bevor ich mehr dazu sage. Das ist hier eine wahre Prachtstraße für mich. Geradeaus geht es hier nicht, dort ist eine Fußgängerzone. Ja, hier oberhalb des Ortes wird eine neue Straße gebaut und diese ist eigentlich schon fertig. Ich kann gar nicht sagen, warum diese nicht freigegeben wird, weil es schon eine ganze Weile alles perfekt aussieht dort. Deswegen muss man durch diese wunderschöne Straße. Hier gibt es so ein paar mallorquinische Reihenhäuser, die einfach wunderschön sind. Alles hier so ein wenig Ton in Ton. Hier sind wir wieder auf der von mir eben angesprochenen, für mich, Prachtstraße, diese Allee. Hier durchfahre ich den Ort jetzt einmal Richtung Galiläa, würde man hier kommen, also auch tief ins Tramontana-Gebirge hinein. Auf der anderen Seite würde man Richtung Valdemossa kommen, also alles fantastische Orte. Deswegen eine Empfehlung von mir, doch mal so eine Ortstour hier machen. Wenn man morgens startet, kann man bis zum Nachmittag schon ein paar Orte hier erleben. Cafés und Gastro ausprobieren. Ja, hier geht's wieder raus, wie gesagt. Und hier wieder hinein auf die andere Seite von Puigpunyent. Es wird hier auch noch ein wenig gebaut im dann typischen neueren mallorquinischen Stil. Dort hat etwas mehr als 2000 Einwohner. Das ist für Mallorca eigentlich gar nicht so schlecht. Und die meisten Leute, die hier wohnen, arbeiten in Palma.
Es geht natürlich immer noch viel, viel höher, wenn man möchte. Man sieht ja im Hintergrund die ganzen Berge oder auch links und rechts von uns. Wir sind hier circa 250 Meter hoch. Bis zum Flughafen haben wir übrigens nur 20 Kilometer. Also das kann man innerhalb von kurzer Zeit hier schaffen. Neben Spanisch spricht man hier natürlich hauptsächlich Katalan. Es gibt hier rechts Sportanlagen, das ist wirklich fantastisch. Hier links die schon angesprochenen neueren mallorquinischen Häuser. Also es ist schon ein klasse Wohnort auch hier. So, und nun wird es ein wenig gemächlicher. Ich bin hier in der Fußgängerzone angekommen. Hier werden noch letzte Lichter für die bevorstehende Zeit eingeschraubt oder aufgehängt. Die Weihnachtszeit. Man mag gar nicht bei dem Wetter an Weihnachten denken, das ist einfach noch viel zu schön und eher geht der Blick für mich noch Richtung Sommerzeit. Hier steht übrigens gerade der TIB-Bus, der Richtung Palma fährt. Man kann von hier natürlich auch Richtung Valdemossa fahren. Der ist richtig gut besucht bzw. gebucht. Hier standen eben bestimmt 20 Leute, die auf den Bus gewartet haben. Also das ist eine lohnende Geschichte. Jetzt sehen wir die Straße hier nochmal beim Spaziergang und hier sind auch ein paar ansässige Bars hier auf der anderen Seite da drüben. Da ist eine Weinbar. Hinter mir in der Fußgängerzone waren, so wie ich gesehen habe, von zwei Restaurants eins schon geschlossen. Die sich das wahrscheinlich lohnt. Im Sommer stehen hier viele Tische und Stühle draußen, auch an dieser Straße. Hier gibt es teilweise Außenterrassen. Da fährt er. Oha. Ein Kennschein mitgenommen. Das hat ordentlich geschüttelt da drin.
Also ich mag diesen Ort so sehr, weil er irgendwie so ja, eine magische Anziehungskraft hat, von diesen Bergen umgeben. Ich mag diese Gastronomie hier. Da drüben ist auch ein großes Geschäft. Das haben die vom Dreivierteljahr komplett umgebaut, die Inhaber. Hier sehen wir, hier geht es nach Escapdeia auch und das ist eben die Strecke, die auch nach Galiläa führt. Und das hier, das schon angesprochene Restaurant, was das ganze Jahr über geöffnet hat. Den gehört hier diese ganze Zeile und der hintere Bereich ist im Winter dann auch geschlossen. Hier kann man noch mal einigermaßen sehen, wo wir gerade sind. Immer wieder faszinierend ist diese Vielfalt, die Mallorca hier zu bieten hat. Damit meine ich nicht dieses Wigwam, damit meine ich die Orte. Das ist ein Wigwam, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall meine ich damit die Orte, die Vielfalt. Den einen Tag sind wir in Zoyer, ein viel, viel größerer Ort. Den nächsten Tag eben hier, einen anderen Tag an der Playa de Palma. Dann wieder in Pagera oder in Calador und so unterschiedlich sind diese ganzen Orte. Ja, diesen Laden habe ich eben schon angesprochen, wurde im Sommer umgebaut oder vor dem Sommer. Hier auf der anderen Seite ist übrigens auch eine Apotheke, etwas weiter hoch auf der linken Seite ist ein kleiner Supermarkt. Also man bekommt hier alles, was man braucht und eine Kirche gibt es auch an diesem Ort, der ist ein Stück weiter hoch auf der rechten Seite. Da sind wir eben schon dran vorbeigefahren. Ja. Soweit die Vorstellung von Puig Poniente. Ich hoffe, es hat euch, da ist die Apotheke. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Ich sage für heute Tschüss, Adios und Bye Bye. Bis zum nächsten Mal auf Georgis Kanal und das Abo nicht vergessen, liebe Leute. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Servus.